Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, zum immergrüne Maske DLC wieder mal. Ja, beim letzten Mal haben wir die erste Attraktion hier besucht, also das erste Touristending, und es geht direkt gleich weiter damit. Ich habe mal für die heutigen Pokédex-Einträge auch nochmal auf dem Weg hierhin zurück, ich wollte mal von der Stadt hier aus anfangen, auch mal zwei Pokémon von hier noch unterwegs gefangen, damit wir dafür auch direkt ein paar Einträge haben. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mit den Einträgen für heute los. Wie immer ist über mir ein Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Und wir gehen dann jetzt direkt an die Pokédex-Einträge, Leute. Als allererstes habe ich dann für euch Eisenhand. Das Paradox-Pokémon. Oder ein weiteres Paradox-Pokémon trifft es auch. Dieses Pokémon weist viel Ähnlichkeit mit einem Objekt namens Eisenhand auf, das in einem gewissen Expeditionsbericht erwähnt wurde. Irgendwie haben die Paradox-Pokémon fast alle denselben Eintrag, wenn man die sich mal anguckt, ne? Denn als nächstes habe ich Pyroluo, das Monarchen-Pokémon für euch. Im Kampf erreicht die Mähne männlicher Pyroluo Temperaturen von 2000 Grad Celsius. Wer sich ihnen dann auch nur nähert, erleidet schwere Verbrennungen. Aua! Also dich will man nicht streicheln. Als nächstes habe ich Pfiffchen für euch, das Biss-Pokémon. Es jagt Beute im Rudel nach. Ist diese erschöpft, bringt es sie zur Strecke. Stößt Pfiffchen jedoch auf Widerstand, ergreift es auch mal die Flucht. Dieses Pokémon ist übrigens aus dem Kitakami-Pokédex. Genauso wie das hier. Strafwickel, das Schneider-Pokémon. Bei den Beulen auf seinem Kopf handelt es sich um Sinnesorgane. Begegnen sich zwei Strafwickel, reiben sie diese zur Begrüßung einander. Irre putzig, das Pokémon. Vor allem, guckt euch mal das Bild an. Das ist so putzig. Na gut, ich würde sagen, als nächstes liest euch dann Noir die Pokédex-Einträge vor. Viel Spaß, Noir. Yay, ich bin dran mit Vorlesen. Das ist Papunga, das Löwenzahn-Pokémon. Man hüte sich vor den Baumwollsamen dieses Pokémon. Werden diese nämlich versehentlich eingeatmet, lösen sie Husten und Juckreiz aus. Als nächstes Mimikma, das Kostümspuk-Pokémon. Erst kürzlich wurde es als Pokémon identifiziert. Zuvor hielt man es für ein Gespenst, das sich einen Lumpen übergeworfen hat. Das ist Groink, das Manipulator-Pokémon. Mit schwarzen Perlen verstärkt es seine Psychokräfte. Es kontrolliert seine Gegner mit seltsamen Tanzschritten. Und als letztes Wadribi, das Kleinbienen-Pokémon. Dieses Trio ist von Geburt an zusammen. Es sammelt fleißig Blütennektar, um Hornweisel eine Freude zu bereiten. So, Drim, aufwachen, du musst jetzt vorlesen. Oh Mann, ich hab das ganz schön gut geschlafen. Das hier ist Knattertox, das Mehrzylinder-Pokémon. Den Auspufflärm nutzt es als starke Drohgebärde. Er streckt seine Zunge aus dem zylindrischen Mund und verteilt dabei eine giftige Flüssigkeit. Als nächstes Maskeregen, das Augen-Pokémon. Die Fühler haben ein unverkennbares Muster, das Augenelend. Bei Regen werden sie schwer und es kann nicht fliegen. Und hier kommt ein besonders heimtückisches Pokémon, das ist Kolossand, das Sandschloss-Pokémon. Aus den Hohlräumen in seinen Armen feuert es die Knochen seiner ausgetrockneten Opfer, deren Lebenkraft es ausgesaugt hat. So, und als letztes für heute Gladiantri, das Stahlklingen-Pokémon. Nach jedem Kampf pflegt es seine Klingen sorgfältig mit seinem Lieblingswetzstein. Schattige Klingen könnten seinen Tod bedeuten. Okay, Shining, dann leg ich mal los. Du bist dran. Ja, Leute, das waren die Pokédex-Einträge für heute. Wieder einen Schritt näher an einen AP Plus bekommen. Ich frage mich, wie viele Pokémon diese Region hat. Art des Tanzes. Leute, ihr müsst jetzt alle anfangen zu tanzen. Wann haben Sie sich denn hier hingeschlichen? Professor Jim? Senior Jim? Was macht er hier? Hallo Schluppuck.
hab den jetzt nur so ganz nüchtern beim Vorbeifahren gesehen. Ein Ei? Wie nur? Bisher nicht, hab das aber auch bisher nie gemacht, weil ich noch keinen Ditto habe. Okay, ich bin schon gespannt, was da rausschlüpft. Ja. Ich rede auf jeden Fall einmal mit dir. Einfach nur zu gucken. Vielleicht sagst du mir, wie viele Einträge es hier gibt. Nee, er gibt mir da keine Info. Ich glaube, dieses Ei werde ich offscreen zumindest so sehr ausbrüten, dass es fast vorm Schlüpfen ist. Ich könnte es mir natürlich auch ins Inventar packen. Oh, ein Samurzel. Ich habe mich ja ewig lang nicht mehr gesehen. Anfallen. Zyklop gibt's hier auch. Ich hoffe, man muss hier nicht wieder irgendwelche Fehler aus dem Boden ziehen und die absuchen. Das Kitintakami-Kulturzentrum. Sieht aus, als ob ich hier viele Sachen kaufen könnte. Sieht nur auf den ersten Blick so aus. Auf jeden Fall ein schöner Ausblick hier, das muss man schon sagen. So, wo ist denn meine Touristenattraktion? Ach, hallo, sie ist schon wieder. Ich finde es irgendwie traurig, dass hier fast nirgendwo was zum Kaufen gibt. Doch, war sehr offensichtlich. Der Oni besaß vier sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft Besitz von der Keule, die der Oni schwang. Setzte er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Trug er die rote Maske, verwandelte er das Flämmchen einer Kerze in loderndes Feuer. Wie seine Wahl auf die blaue Maske konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Die graue Maske gestattete es ihm derweil, harte Felsen mühelos zu zermahlen. Ehe die drei Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich dreier Masken zu bemächtigen und den Oni so nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Ja, alles gesehen. Ach, du wirst gleich wieder ein Foto von mir haben wollen, ne? Ich halte mich schon mal bereit.
Du identifizierst dich ein bisschen so als er, oder? Ja, ich pack mich eben kurz aus dem Bild. Das ist ein sehr schönes Foto. Okay. Ja, unbedingt, da will ich unbedingt hin. Okay. Ich komme sofort hinterher. Dann direkt mal hinterher sprinten, ne? Ich gucke jetzt auch, dass ich ein paar Pokémon, die ich unterwegs sehe, fange. Da werfe ich dann aber einfach nur einen Flottball. So Pokémon aus Terra Race, die fange ich offscreen. Und natürlich fange ich auch nur Pokémon, die regionsheimisch sind. Rachen des Oni. Kleinsteinsplitter. Ich glaube, Kleinstein gab es in der vorherigen Region nicht. Zumindest habe ich dann nirgendwo gesehen. Kleinstein, das Gesteins-Pokémon. Viele Leute bemerken dieses Pokémon nicht. Sieht man sich die Umgebung jedoch genauer an, kann man dort viele Kleinsteine entdecken. Habe ich dich schon? FM, nee, dich habe ich noch nicht. Es ist unglaublich, wie gut der Flottball einfach funktioniert. Macht mein Leben so tausendmal einfacher. FM, das Schallwellen-Pokémon. Es kann die Frequenz seiner Schallwellen nach Belieben ändern und sogar Ultraschallwellen von bis zu 200.000 Hertz freisetzen. Uafni habe ich auch noch nicht gesehen. Bin ich hier richtig? Nee, ich glaube, ich muss noch deutlich höher. Noch ein Pokémon aus einer alten Region. Und ein weiterer Pikachu-Klon. Morpeko. Ich finde es schon irgendwie cool, dass die Pokémon hier alle auf Level 60 sind, aber trotzdem in der ersten Evolutionsstufe. Habe ich es easy, die weiterzuentwickeln. Oh, Pekko, das alte Ego-Pokémon. Das Pappsattmuster haben wir hier auch noch. Da es ein Magenklein ist, wird es sofort hungrig, wenn es nicht ständig die Samen aus seinen Taschen frisst. Jetzt suche ich aber mal den Weg weiter nach oben.
ein Premierball. Oh, Superzahn. Zen Kopfstoß. Irgendwas ist in mich reingelatscht. Ein Molunk. So, wo komme ich höher? Da ist ein Pipi. Oh! Hi! Dich habe ich auch lange nicht gesehen. Hallo, pack die Bike. Ich liebe den Flottball. Mit dem brauchst du keinen anderen Pokéball mehr. Im Allgemeinen. Ich sammle seinen Schweiß auf. Pack die Bike, das Muskel-Pokémon. Es kämpft, indem es einen Holzbalken schwingt. Fällt es ihm leicht, den schweren Balken zu tragen, ist seine Entwicklung nah. Ich hatte nicht vor, instant noch einen Kampf mit dem Pokémon zu bestreiten. Okay, hier geht's jetzt lang. Ich sehe hier übrigens keine Gespenster irgendwo sitzen. Auch ein ganz starkes Kleinstein. Ich habe kein Interesse an dir. Für einen schönen Ausblick von hier. Da drin? Einen weiteren Kampf? Na dann los! Ach, wie nett. Steig nicht diesmal aber an. Ah, diesmal sind deine Pokémon auch entwickelt. Bringt dir nicht viel zu wissen, dass ich eine Holzkohle dabei habe. Den Kapuz hier als nächstes. Gut, dass mein Skelekrog auch Donner zahlen kann. Nee. Skelekrog, mach es mit Ludalit fertig. Als nächstes Jan Mega. Nee, Janma. Bei früheren Teilen war es so, dass Janma sich entwickelt hatte, wenn man es, meine ich, in einem sehr dichten Wald ein Level-Up gegeben hatte. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, ich mach Loderlied. Ein Pokémon ist so unfähig.
Yo! Ich verstehe, falsch verstehen, ich mag den Typen. Ja. Klar, ich will da unbedingt rein. Ich glaube, der Oni hat zugesehen. Ja, wahrscheinlich. Das klingt toll. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich da heute noch hin soll, aber ich wäre eher dafür, dass wir da nächstes Mal hingehen. Aber ich kann ja schon mal zum Gemeindehaus fliegen. Apropos fliegen, was ich mich die ganze Zeit frage, kann ich auch jederzeit in die Paderten-Region zurück und wieder zurück? Ich probiere es einfach mal aus. So, ich habe mich jetzt hier in einmal geportet. Und jetzt probiere ich nochmal, mich wieder hierhin zu porten. Ja, ich kann offenbar jederzeit hin und her fliegen. Okay, gut zu wissen, dass ich jederzeit auch wieder zurück und hierhin kann. Ist ganz gut für die Pokédex-Einträge. Dann kann ich nämlich bevorzugt noch die Einträge aus der alten Region holen. Apropos Einträge, bevor ich es vergesse. Als nächstes kriege ich Silberkronkorken. Na gut, Leute. Ich habe den Controller gerade beiseite gelegt. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Ciao und bis dann.